Anspruchsvolle Flugsimulationen gab es früher wie Sand am Meer, doch diese Zeiten sind längst vorbei. Heute ist die Auswahl eher überschaubar. Es gibt den Flight Simulator und die X-Plane-Spiele für die zivilen Flieger. Und es gibt Titel wie den Digital Combat Simulator für Spieler, die eher in Kampfjets und Hubschraubern einsteigen wollen. Alle diese Simulationen können auf lange Serientraditionen zurückblicken. Der erste Flight Simulator kam schon 1979 raus, X-Plane und der Ur-Ur-Urgroßvater von DCS folgten in den 90ern. 2001 gesellte sich dann noch eine weitere Simulationsserie dazu, die bis heute Bestand hat, wenn auch mit wechselnden Entwicklern. Die Rede ist von IL-2 Stormovic, das uns seit 20 Jahren in die Luftschlachten des Zweiten Weltkriegs schickt. Inzwischen erscheinen in der Reihe unter dem Titel IL-2 Stormovic Great Battles vergleichsweise beständig neue Serienteile und Add-ons. Wenn ihr auf Steam allerdings nach dem Namen IL-2 Stormovic Great Battles sucht, findet ihr erstmal gar kein einzelnes Spiel, das so heißt, sondern nur etliche andere Stormovic-Titel. Der Einstieg in diese Hardcore-Flugsimulation ist also etwas verwirrend und auch sonst stellt sich natürlich die Frage, lohnt es sich überhaupt mit Stormovic anzufangen? Schließlich verlangen Simulationen ja viel Einarbeitungszeit. Also, was hat diese Serie im Jahr 2021 eigentlich zu bieten? Diese Frage beantwortet uns jetzt Stormovic-Experte Sebastian Schreiber im folgenden Gastbeitrag. Mehr von Sebastian, aka der Sheriff, und IL-2 Stormovic seht ihr auf seinem YouTube-Kanal Sheriff's Sim Shack, wo er euch unter anderem mit Tutorials hilft, besser ins Spiel einzusteigen. Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Sebastian und freue mich als langjähriger GameStar-Leser, euch IL-2 Stormovic Great Battles hier mal im Detail vorstellen zu können. Die Great Battles sind im Kern eine Reihe von umfangreichen Weltkriegsflugsimulationen, größtenteils entwickelt vom Moskauer Entwicklerteam 1C Game Studios. Zwar ist die 20 Jahre alte Serie nach dem sowjetischen Schlachtflugzeug Iljuschin IL-2 Stormovic benannt, es werden aber auch viele andere Maschinen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs simuliert, darunter nicht nur russische Flugzeuge. Geflogen wird auf so großen Karten im Singleplayer und in verschiedenen Multiplayer-Modi. Der Fokus liegt dabei deutlich auf einem möglichst hohen Realismus, auch wenn es durchaus einfachere Schwierigkeitsgrade gibt. Im Folgenden gehe ich daher erstmal auf den Expert-Mode ein, der vor allen Dingen Multiplayer populär ist. Der Expert-Mode verzichtet auf die meisten Hilfen und Automatisierung. Und keine Sorge, es werden auch später im Video auch Möglichkeiten vorgestellt, die den Start in die Simulation etwas vereinfachen. Die Faszination der Great Battles-Reihe ergibt sich sowohl aus den Herausforderungen, die Flugzeuge zu beherrschen, aber auch aus der Einzigartigkeit des Luftkampfes im Zweiten Weltkrieg. Denn während im modernen Jet-Luftkampf die automatisch gelenkten Raketen bereits fliegen, wenn die Piloten sich mit bloßem Auge noch gar nicht richtig sehen können, war im Zweiten Weltkrieg an sowas halt einfach noch nicht zu denken. Die Flugzeuge fliegen also im Kampf dicht aneinander ran und es entstehen packende Luftkämpfe. Die Bewaffnung besteht aus Maschinengewehren, Kanonen und ungelenkten Bomben und Raketen. Gegner müssen also rechtzeitig visuell erkannt werden, bevor sie zur Gefahr werden. Blinkende HUD-Warnungen gibt es hier nicht. Friendly Fire ist stets aktiv. Ihr müsst also genau aufpassen, auf wen ihr da feuert, damit ihr keine Verbündeten zu Boden schickt. Die Leistungsdaten, das Aussehen und die generelle Handhabe der Flugzeuge entsprechen dabei denen der historischen Vorbilder ziemlich genau. Zumindest soweit es anhand von Aufzeichnungen, Bauplänen und Erfahrungsberichten möglich ist. So sind auch die internen Systeme wie Kühler oder Turbolader detailgetreu gestaltet und müssen auch vom Spieler gesteuert werden, um keinen Motorschaden zu riskieren. Selbst die körperlichen Limitierungen des Piloten sind modelliert. Heftige Manöver, die euch mit dem Vielfachen der Erdbeschleunigung in den Sitz drücken, sind nur wenige Sekunden lang durchführbar, danach droht wegen den hohen G-Kräften die Ohnmacht. Die unterschiedlichen Maschinen verlangen dementsprechend auch eine recht aufwendige Einarbeitung. Manche Flugzeuge sind schnell, manche wendig, andere können viele Bomben tragen und andere können eigentlich gar nichts herausragend gut, machen aber trotzdem beim Fliegen Spaß, denn die Cockpits sind liebevoll modelliert und voll funktionstüchtig. Allein mit dem Erlernen der verschiedenen Flugzeuge kann man also schon Tage und Wochen verbringen. Einen künstlichen Balance-Ausgleich gibt es dabei übrigens nicht. Wenn die Flugzeuge einer bestimmten Nation technisch überlegen waren, sind sie es auch im Spiel. Der Pilot im schwächeren Flugzeug muss sich also Taktiken ausdenken, um die Nachteile seiner Maschine auszugleichen. Gelingt es euch, einen Feind vom Himmel zu holen, bekommt ihr eins der Highlights der Simulation zu sehen, das detaillierte Schadensmodell. Die einzelnen Bestandteile der Flugzeuge reagieren nachvollziehbar auf Beschuss. Getroffene Kühler verlieren Kühlwasser, Treibstoff kann brennen, Steuerelemente können abreißen und die Aerodynamik wird durch Löcher in der Außenhülle negativ beeinflusst. Die Ballistik der Geschosse ist zudem realistisch.
Unterm Strich besteht also die Faszination des Spiels in dem Nachempfinden der militärischen Luftfahrt dieser Zeit. Gesteuert wird das Ganze für gewöhnlich mindestens mit einem Joystick. Man kann zwar auch mal mit Maus in Tastatur oder Gamepad reinschnuppern, aber so richtiges Fluggefühl kommt da nicht auf. Spieler, die länger dabei bleiben, erweitern ihr Equipment für gewöhnlich recht zügig um einen dedizierten Schubregler, Ruderpedale und um ein sogenanntes Head-Tracking, mit dem der Spieler die Cockpit-Kamera mit dem Kopf steuern kann. Die Hardware-Anforderungen halten sich dabei für normales Spielen auf einem Bildschirm in Grenzen, lassen sich mit Qualitätseinstellungen auch recht gut anpassen. Allerdings braucht es für die höchsten Grafikeinstellungen und für VR einen durchaus leistungsstarken PC mit einer guten Grafikkarte. Und ja, EL2 Great Battles unterstützt VR-Headsets vollständig und die Immersion ist wirklich fantastisch, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Trotz des hohen Simulationsgrades ist Great Battles aber im Gegensatz zu DCS keine sogenannte Study Sim. Das heißt, um die Flugzeuge zu bedienen und zu fliegen, benötigt man schon einige Einarbeitung, aber man muss keine 800 Seiten Handbuch wälzen, um vom Spawnpunkt bis zur Startbahn und in die Luft zu kommen. Die Systeme sind zwar zum großen Teil modelliert, aber das Spiel nimmt einem schon das eine oder andere ab. Zum Beispiel ist der Motorenstart weitestgehend automatisiert und der Spieler muss zum jetzigen Zeitpunkt die elektrischen Systeme des Flugzeugs nicht händisch starten. Die Elemente im Cockpit sind auch nicht anklickbar, was bedeutet, dass man die entsprechenden Kommandos auf der Tastatur und auf dem Joystick belegen muss. Was allerdings dank doch der recht einfach gebauten Weltkriegsflieger ein recht überschaubares Unterfangen bleibt, vor allen Dingen, wenn das Ganze mit DCS vergleicht. Die Hilfestellung vom Spiel endet allerdings, nachdem der Motor gestartet ist. Zur Startbahn rollen, abheben und das Motorenmanagement sind dann wieder alleiniger Job des Spielers. Auch in der Luft gibt es neben dem Steuern der Flugzeuge noch ein paar wichtige Handgriffe zu tun. Bei der sowjetischen Yak muss der Pilot beispielsweise historisch korrekt selbst den Kühler öffnen, um einer Überhitzung und dem daraus folgenden Motorschaden entgegenzuwirken. Die Originalmaschine hatte dafür nämlich auch keine Automatik. Als Vereinfachung blendet das Spiel aber immerhin über das HUD einen Hinweis ein, dass der Motor überhitzt. Aber selbst diese Hilfe ist für Puristen abschaltbar. Spätestens dann ist ein ständiges Prüfen der verschiedenen Anzeigen im 3D-Cockpit unabdingbar. Wer jetzt aber erstmal zu viel Respekt vor manueller Motorsteuerung, Abheben und Landen hat, hat verschiedene Möglichkeiten, sich den Start in die Situation zu vereinfachen. Die naheliegendste Option ist natürlich erstmal im Singleplayer zu starten und von den sehr granularen Schwierigkeitsgrad-Einstellungen Gebrauch zu machen. Dort kann man sich beispielsweise unzersperrbar machen, sich unendlich Munition verpassen, HUD-Hinweise an- und ausschalten und die Motorensteuerung im Spiel überlassen, um erstmal ein Gefühl für das Flugzeug zu bekommen. Auch kann man sich direkt in die Luft spawnen lassen und umgeht so das Abheben. Ich würde daher schon sagen, dass man am ersten Abend nach der Einrichtung der Tastenbelegung schnell erste Erfolge feiern kann, auch wenn dann immer noch der Anfänger bemerken wird, dass dieses Spiel ihn nicht gerade groß an die Hand nimmt. Ein richtig gutes Handbuch oder Tutorial gibt es beispielsweise nicht und die Entwickler verlassen sich da auch eher auf die Community, die dann auf YouTube entsprechende Guides hochladen. Um den spielerischen Anspruch mal anhand einer etwas massenmarkttauglichen Action-Flugsimulation einzuordnen, nehme ich hier mal War Thunder zu Hilfe. Wenn ihr dort bereits Erfahrungen in den Realistic oder noch besser Simulator-Battles gemacht habt, dann ist der Einstieg in EL2 deutlich leichter. Nur wo fängt man nun eigentlich an? Denn wie schon gesagt, wer auf Steam nach EL2 schaut, bekommt eine ganze Liste von Treffern präsentiert, die irgendwie alle was mit Sturmovik im Namen haben. Da gibt es Battle of Moskau, Battle of Stalingrad, Battle of Kuban, EL2 1946, Cliffs of Dover, Desert Wings und so weiter und so weiter. Keiner kann da einfach so durchblicken und der Publisher hat auch durch seine Namensgebung auch kräftig mitgeholfen, das Chaos zu erhalten. EL2 Sturmovik Great Battles ist der Oberbegriff für alle Battle-Off-Spiele, die nach Battle of Stalingrad erschienen sind. Battle of Stalingrad war 2014 der Startschuss und ist auch bis heute das Basisspiel auf Steam. Wer also über Steam dabei sein möchte, muss erst das Basisspiel Battle of Stalingrad kaufen. Alle anderen Battle-Off-Spiele, die folgten, Battle of Moskau, Battle of Kuban oder Battle of Bodenplatte, werden in Steam über den Client von Battle of Stalingrad gestartet und sind vollständig miteinander kompatibel. Während also Stalingrad sozusagen die Vollversion darstellt, sind die anderen Titel DLCs, die aber eigentlich den Umfang eines Vollpreisspiels haben. Wenn man das Spiel hingegen direkt über die Webseite des Publishers kauft, hat man diese Beschränkung nicht. Dort benötigt ihr nicht unbedingt Battle of Stalingrad und könnt die anderen Spiele frei kombinieren. Tja, und was bekommt man nun für sein Geld?
Also wenn ihr euch nur Battle of Stalingrad holt, habt ihr Zugriff auf 8 bzw. in der Premium-Version des Spiels 10 Flugzeuge, die Singleplayer-Kampagne, ein paar vorgebaute Missionen, einen rudimentären Missionsgenerator und natürlich den Multiplayer. Ihr kämpft jetzt hier an der Ostfront in der berühmt-berüchtigten Schlacht um Stalingrad von 1942 und 1943. Geflogen werden dabei deutsche und sowjetische Maschinen wie beispielsweise die Bf-109F oder die Jak-1. Seit 2016 gibt es den DLC Battle of Moscow, der zeitlich im Jahr 1941 angesiedelt ist und vom Umfang mit dem Stalingrad-Grundspiel mithalten kann. Soll heißen, es gibt eine neue Map, wieder 8 bzw. 10 Flugzeuge und eine neue Singleplayer-Kampagne. 2017 kam dann Battle of Kuban dazu, das eine Map am Schwarzen Meer im Jahr 1943 und wieder 8 bzw. 10 Flugzeuge sowie eine Kampagne lieferte. 2019 entfernte sich die Serie dann von der Ostfront und simulierte mit Battle of Bodenplatte den Luftkampf zwischen den westlichen Alliierten und der deutschen Luftwaffe in den letzten 2 Jahren des Krieges. Die riesige Map erstreckt sich dabei über Belgien, Frankreich, die Niederlande und Westdeutschland. Die Add-ons von IL-2 Stumovic werden übrigens dabei über ein Early Access System veröffentlicht, bei dem zunächst nach und nach die neuen Flugzeuge und zum Ende hin auch die neue Karte und die neuen Singleplayer-Inhalte spielbar werden. Diese Phase dauert für gewöhnlich 2 Jahre. Aktuell befindet sich Battle of Normandy in dieser Early Access Phase und liefert bereits jetzt Zugriff auf einige Flugzeuge wie beispielsweise die Spitfire Mark 14 oder die Focke-Wulf 190A6. Es gibt zudem noch 2 weitere fertige Haupt-DLCs, Tank Crew und Flying Circus. Die beiden DLCs sind zwar vollständig in Great Battles integriert und werden auch gespielt, sind aber eher Nebenschauplätze. Tank Crew lässt den Spieler Panzer steuern und Flying Circus widmet sich den Flugzeugen aus dem Ersten Weltkrieg. Des Weiteren lassen sich mehr Singleplayer-Kampagnen und viele einzelne Flugzeuge im Nachhinein hinzukaufen. Und weil jetzt schon mehrmals der Begriff Singleplayer-Kampagne gefallen ist, wie die jetzt genau funktionieren, erkläre ich noch später im Video. Jetzt bleiben wir aber erstmal noch kurz bei der Grundstruktur der Great Battles-Reihe. Alle genannten DLCs werden aus einem einzelnen Client gestartet und jeder, der auch nur ein Modul besitzt, kann grundsätzlich einem Multiplayer-Server beitreten. Der Spieler ist dann auf den dedizierten Servern auf die Flugzeuge beschränkt, die er über die Module besitzt. Ihr werdet niemals eine Servernachricht sehen, dass ihr Add-on XY nicht besitzt und somit nicht dem Multiplayer beitreten könnt. Beitreten könnt ihr immer. Das bedeutet auch recht volle Server für ein so nischiges Spiel. Allerdings hat das auch den Effekt, dass ein Quereinsteiger mit nur einem Modul den Eindruck bekommt, dass er gerade ein Vollpreisspiel gekauft hat, aber trotzdem übermäßig viel Content hinter Paywalls steckt. Die Schnappatmung wird dann wahrscheinlich noch schlimmer, wenn man in den Steam Store schaut und alles auf einmal kaufen will, da werden schon mal locker ein paar hundert Euro fällig. Und ja, tatsächlich stecken viele Inhalte hinter einer Bezahlschranke. Das ist allerdings bei vielen Simulationen so, die über die Jahre wachsen, wie beispielsweise bei DCS oder dem Euro Truck Simulator. Zudem sind alle Module regelmäßig beim Entwickler auf der Webseite und auf Steam stark reduziert. Es lohnt sich also zu warten, um Module nach und nach zu kaufen, wenn man das denn möchte. Ein wichtiger Hinweis übrigens noch, IL-2 ist wie erwähnt eine inzwischen schon ziemlich alte Serie. Das erste Spiel kam 2001 raus und wurde tatsächlich auch rund 10 Jahre lang vom früheren Entwicklerteam gepflegt. Diese Version ist auch heute noch auf Steam als IL-2 Stumovic 1946 erhältlich, ist aber nicht Teil der Great Battles Serie und wird auch nicht mehr wirklich im Multiplayer gespielt. Auch nicht in den Great Battles enthalten ist die Cliffs of Dover Serie. Wenn ihr also bei Steam einkauft, achtet darauf, dass Battle of Stalingrad vorausgesetzt wird. Dann wisst ihr auch, dass ihr ein Great Battle Spiel kauft. Wie bereits erwähnt, bietet jedes der Battle-of-Spiele einen Singleplayer-Modus. Dort reicht die Auswahl vom einfachen, automatisch generierten Missionen bis zur dynamischen Kampagne, wo man als neuer Rekrut in einem Geschwader anfängt und dynamische Missionen gegen die KI fliegt. Man steigt Ränge auf, bekommt Medaillen und wenn man lange genug dabei ist, bekommt man auch das Kommando der ganzen Einheit und kann Flugrouten und Ausrüstung der Flieger für das ganze Geschwader bestimmen. Die künstliche Intelligenz ist dabei durchaus okay und gerade für Anfänger eine gute Herausforderung. Profis fühlen sich aber wahrscheinlich etwas unterfordert. Neben der dynamischen Kampagne könnt ihr euch auch geskriptete Singleplayer-Kampagnen als DLC dazukaufen oder auf kostenlose Community-Kampagnen zurückgreifen. Diese drehen sich immer um ein spezielles Szenario und Flugzeug.
Beispielsweise lässt sich in der Achtung Spitfire-Kampagne in 20 Einzelmissionen der historisch kurze Einsatz der britischen Spitfire Mark V am Schwarzen Meer nachspielen. Diese Kampagnen beinhalten für gewöhnlich kein Tutorial, sind also nur bedingt für den Einstieg geeignet. Qualitativ sind die Missionen zwar nicht schlecht, Flugsim-Fans kommen auch voll auf ihre Kosten. Wer aber voll vertonte Briefings und gut gezeichnete Charaktere erwartet, ist hier definitiv falsch. Es gibt zwar in einigen Missionen aufgezeichnete Funksprüche oder auch rudimentäre Hinweise, aber oft muss schon ein etwas längerer Text gelesen werden und der Spieler muss wissen, was von ihm gewollt wird. Insgesamt erinnern mich die Missionen schon an die dynamische Kampagne, allerdings eben mit geskriptetem Ablauf. Das ist nicht nur von Nachteil, denn so ist garantiert, dass der Spieler gegnerische Flugzeuge auch tatsächlich findet. In der offenen dynamischen Kampagne ist das hingegen nicht immer der Fall. Schließlich sind die Maps genauso groß wie die echten Schlachtfelder und da kann man sich auch schon mal einfach verpassen. Die Kampagne kostet ohne Sale zwischen 5 und 20 Euro. Der Grund, warum ich IL2 auch nach 5 Jahren mehrmals in der Woche starte, ist aber der Multiplayer. Das ist meiner Meinung nach das Herzstück des Spiels. Es gibt Server, auf denen der Spaß und die schnelle Action im Vordergrund stehen. Flugzeuge spawnen dort in der Luft und es entstehen innerhalb von Sekunden wilde Dogfights. Demgegenüber stehen Fliegergruppen, die auf ihren Servern jede Woche Reenactments von realen Schlachten spielen. Über 100 Piloten sind dort in Geschwader unterteilt, fliegen einmal die Woche eine historische Mission und schreiben nach der Landung einen Bericht. Abschüsse müssen dort historisch korrekt sogar einen Zeugen haben, damit sie gewertet werden. Zudem gibt es zwei Server mit dynamischen Missionen. Dort haben die Aktionen der Spieler Auswirkungen auf den Frontverlauf. Ein anderer Server wiederum widmet sich fast vollständig der Westfront und spawnt in statischen Missionen beispielsweise Bomberverbände, die von alliierten Jägern verteidigt werden müssen, während deutsche Jäger aufsteigen, um die Bomber abzuschießen. Und dann gibt es noch den Koop-Modus. Hier könnt ihr mit Freunden gemeinsam gegen die KI losziehen. Ich muss allerdings gestehen, dass ich diesen Modus in all den Jahren, die ich jetzt schon Stummowik spiele, nie ausprobiert habe. Ich weiß aber, dass viele Spieler mit dem Modus ihren Spaß haben, auch wenn das Setup etwas fummelig ist und auch ein bisschen technisches Know-how voraussetzt. Ganz allgemein ist die Community von IL2 Stummowik ziemlich klein. Kein Wunder bei einem Nischenspiel wie diesem. Trotzdem sind die Spieler in meiner Erfahrung sehr begeistert, engagiert und auch hilfsbereit. Neben dem offiziellen Forum organisiert sich die Community über diverse inoffizielle Discord-Server. Auch für meine englischsprachige Community habe ich einen Server eingerichtet. Dort sind Neulinge sehr gerne gesehen und wir beantworten alle möglichen Fragen. Nun, wie ihr sicher richtig erkannt habt, mag ich das Spiel wirklich sehr. Aber es gibt natürlich auch sehr berechtigte Kritikpunkte. Während das Schadensmodell an sich beispielsweise sehr detailliert gestaltet ist, werden die verschiedenen Geschosse und deren Wirkung noch nicht gut genug simuliert. Hier wartet die Community schon lange auf ein Update. Mittelfristig werden die Entwickler auch bei der Grafik nachbessern müssen. Das Spiel ist zwar, wie ich finde, weit davon entfernt hässlich zu sein, aber merkt der Engine das Alter trotzdem langsam an. Insbesondere das gelegentliche Flackern der Wolken ist störend. Auch gibt es einige systematische Schwächen in der Simulation von Auftrieb der Flügel und Landeklappen. Allgemein sind die Maschinen bei geringen Fluggeschwindigkeiten zu manövrierfähig. Wir warten auch immer noch auf kleine Verbesserungen wie eine Warteschlange für den Serverbeitritt. Auch die Performance der Server bei hohen Spielerzahlen und dem Einsatz von KI-Flugzeugen lässt oft stark zu wünschen übrig. Die Server-Admins müssen also sehr gut planen, wann und wie sie KI-Flugzeuge einsetzen. Auch ein gutes Handbuch und ein paar ordentliche Tutorials von Seiten der Entwickler würden dem Spiel nicht schaden. Doch trotz dieser sehr berechtigten Kritikpunkte steige ich jede Woche mehrmals begeistert ins virtuelle Cockpit. Die Atmosphäre, die spielerischen Stärken von Stummowik können die Schwächen aus meiner Sicht also gut aufwiegen. Und dementsprechend würde ich mich auch sehr freuen, wenn ich vielleicht durch diesen Beitrag bei dem einen oder anderen neuen Spieler das Interesse für IL2 Stummowik Great Battles wecken konnte und wir uns demnächst über den Wolken wieder treffen.